16. Spieltag der Regionalliga Nordost. Lok Leipzig, der Tabellenzweite, trifft auf die zweitformstärkste Mannschaft Deutschlands. Das ist Lichtenberg nämlich nach den Erfolgen gegen Altglienicke, Hertha und auch Erfurt. Heute soll es also gegen eine der spielstärksten und physisch stärksten Mannschaften der Liga gehen, die auch so gerne aufsteigen möchte. Lok sofort drin in der Partie, in den gelben Trikots von links nach rechts. Die erste Chance, Matthias Steinborn ist das, an den Pfosten, aber auch vom Schiedsrichter gespannt. Früh erkannt im Abseits. Die Mannschaft von Wolfgang Wolf sofort drin in der Partie. Weiter Einwurf von der rechten Seite, das übernimmt immer Matthias Steinborn. Und den muss Bobby Reiniger abwehren, sonst wird es nach 5 Minuten schon zum zweiten Mal im Lichtenberger Strafraum gefährlich. Die Anfangsphase gehört nur den Gastgebern, die von 2800 Zuschauern angepeitscht werden. Pfeffer bringt ihn in die Mitte und die nächste Schusschance. Diesmal ist es Aykut Zoyak, der ja von Viktoria zu Lokomotive gekommen war. Schinke dann mit dem Eckball und auf einmal ist er drin. Jamal Ziane macht den Führungstreffer. Die Lichtenberger haben diese Anfangsphase komplett verschlafen. Und Uwe Lehmann ärgert sich zum ersten Mal richtig ordentlich an der Seitenlinie. Denn die hatten die ganze Woche vorher Standards angesprochen, geübt, weil Lok da so unfassbar gefährlich ist mit ihren Spezialisten, die den Ball immer wieder gefährlich reinbringen können. Und dafür steht Ziane dann in der Mitte einfach viel zu frei und macht dann das 1:0. Lokomotive will direkt einen drauflegen. Ziane verpasst diese Flanke noch und dann dieser Weitschussversuch von Zalewski, dann doch etwas schmeichelhaft für Niklas Wollert. Dennoch, die Lichtenberger bemühen sich und kommen besser rein in die Partie. Fiegen ist das. Sieht Garve und der hat das ganz feine Auge und Füßchen für junge Abiol. Der legt zurück auf Reiniger. Der Ausgleich durch Bobby Reiniger, der heute wieder im Mittelfeld agiert. Und das macht er schon richtig stark. Wie er den Ball da reinmacht, wurde bei Union Berlin ja einst als Stürmer ausgebildet. Aber als er zu Lichtenberg kam, da war er dann auf einmal Innenverteidiger. Er kann offensichtlich beides ganz gut. Nächster Eckball, wieder Lok über die rechte Seite und wieder wird's gefährlich. Schinke bringt ihn erneut scharf rein. Aber diesmal kann David Hollwitz den noch abwehren. Inzwischen die Partie durchaus ebenbürtig. Den Lichtenbergern liegen ja spielstarke Mannschaften. Einsiedel kann sich da durchsetzen, aber noch abgeblockt von Robert Zickert, der Kapitän der Lokschen, sowieso mit einer sehr guten Leistung in dieser Partie, kann immer wieder Gegenstöße verhindern. Es ist ein Hin und Her auf dem Spielfeld. Nächste Flanke zuerst Ziane und dann Sascha Pfeffer. Und Niklas Wollert zeigt vor der Pause, warum er einer der besten Torhüter in der Regionalliga ist. In der zweiten Hälfte bringt Wolfgang Wolf dann Robert Berger für Aykut Zoyak in die Partie. Der Rechtsverteidiger soll den schwachen Zoyak ersetzen, der blass geblieben ist. Und der Wechsel geht auf. Steinborn vor Wollert, aber ganz stark verteidigt vom Lichtenberger Schlussmann. Wichtige Szene. Denn so hätte Lok zurück in die Partie gefunden. So ist es auf einmal Lichtenberg, die aufdrehen können in dieser zweiten Halbzeit. Einsiedel macht das geschickt gegen Berger und macht den Führungstreffer für Lichtenberg. Unfassbar! Der nächste Favorit liegt gegen Lichtenberg hinten. Und es ist wieder Philipp Einsiedel mit seinem 4. Saisontreffer. Lichtenberg würde übrigens bei einem Unentschieden oder besser Tabellensechster werden. Das wäre eine absolut beeindruckende Bilanz, die Lok natürlich noch kippen will. Die wollten das Spiel eigentlich gewinnen. Der Pass auf Zalewski, einmal gedreht, aber das ist dann zu wenig vom Routinier Mike Zalewski, der heute oftmals von der Rechtsverteidigerposition kam, dann aber später über das Mittelfeld agierte. Hier sieht er Steinborn, der gegen den Lichtenberg-Debütanten rauscht. Matthias Steinborn und es wird richtig gefährlich. Dann kriegen sie ihn noch nicht geklärt. Hi Ruller und dann ist der Ball im Aus. Der anschließende Eckball, getreten durch Senic, der eingewechselt wurde und inzwischen mit den Standards betraut wird, kommt wieder gefährlich rein. Und es ist wieder Ziane mit dem ersten, mit dem zweiten Schuss aufs Tor. Und jetzt ist er drin. Das gibt es ja nicht. Doppelpack für Jamal Ziane, weil Lichtenberg zweimal nach einem Eckball pennt.
Sie haben nicht aus ihrem Fehler in der ersten Halbzeit gelernt und das wird Uwe Lehmann mächtig, mächtig ärgern. Wir sind schon in der 92. Minute, das Spiel bleibt hart umkämpft und es kommt noch einmal Lock. Kriegt den Ball nach vorne, Heirulla, aber Niklas Wollert verteidigt daneben doch das Tor der zweitstärksten Defensive der Liga. Das haben Lichtenberg und Lock gemeinsam. Und dann ist Schluss. Lichtenberg mopst sich einen Punkt aus Leipzig und das auch verdient. Und darf am nächsten Spieltag direkt gegen Energie Cottbus ran.